So Leute, und da wir uns ja grundsätzlich auch mit Körperberechnungen und Flächenberechnungen beschäftigen werden, noch mal ein paar Zusammenhänge zum Kreis. Ich gehe mal auf folgendes Beispiel ein, bevor ich auf diesen Kreis hier zu sprechen komme. Wir nehmen uns mal folgendes vor. Nehmen wir an, wir hätten ein quadratisches Grundstück mit Rasenfläche, ne, lauter Rasen drauf und so weiter und so fort. Und die Leute freuen sich und Wege sind da, aber wir kennen ja alle Leute, denken, man muss immer einen kurzen Weg nehmen. Aber bevor wir das machen, überlegen wir mal Folgendes. Nehmen wir an, das ist die Seite, die nenne ich jetzt mal A und die Seite nenne ich jetzt auch mal A. Wenn ich einmal rumgehe, einmal rum, also von hier, Tippeltappeltour, 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 dann ist der Umfang, also einmal rum, U gleich 4 mal A, ne? Wenn ich jetzt aber an die Leute denke, und jetzt mache ich das mal in hellgrün, dann wissen wir ja, das latschen gerne welche über die Ecke. Hier latschen sie auch über die Ecke, hier auch, hier auch. Dann irgendwann latschen sie noch mehr über die Ecke, noch mehr über die Ecke, noch mehr über die Ecke und so weiter und so fort. Und ihr ahnt schon, worauf das hinausläuft. Wenn ich dann nur noch gucke, was übrig bleibt, dann habe ich letzten Endes hier drin den Weg, den die Leute wirklich zum Abkürzen nehmen und der scheint einem Kreis immer näher zu kommen. Und wenn ich da den Umfang eines Kreises nehme, ja, dann ist das kürzer geworden. Dann könnte ich auch hier irgendwie was so erfinden und könnte sagen, U ist 4 mal A, ne? 4 mal A? Ne, 4 stimmt aber nicht, das ist ja kürzer geworden. Und da haben die Mathematiker das Pi eingeführt. Das lässt sich noch anders erklären, aber das bloß mal als Zusammenhang. Und jetzt sagen wir aber beim Kreis grundsätzlich, bei einem Kreis heißt es nicht A, sondern wir sagen, wenn jemand durch einen Kreis hindurchgeht, dann durchmisst er den Kreis. Das heißt, er geht hier los, geht durch die Mitte und hat den Kreis durchmessen. Das heißt, von hier bis hier sagt man dazu, das ist der Durchmesser, weil er das durchmisst. Man kann auch einen Raum durchmessen. Durchmesser nennt man das. Und jetzt sagen wir in diesem Fall, wenn ich mir diesen Kreis hier mal angucke, von hier bis hier wäre der Kreis auch durchmessen. Und das ist genauso lang wie A, also sagen wir in diesem Fall Pi mal D. Das ist der Umfang. Einmal rum. Von hier gestartet bis hier wieder zurück. Oder. Ganz egal. Einmal rum heißt Pi mal D. Und Pi, die Zahl, die genügt für unsere Praxis im Moment 3,14. Daher kommt das. Wenn ich jetzt aber jetzt kann man sich das auch vorstellen, wenn ich dieses Sechseck nehme und die Leute würden mir auch hier die Ecken ablatschen, dann würde es nicht funktionieren, dann würde das Ding kleiner werden. Sieht man, ne? Aber dann würde sich ein Innenkreis ergeben. Das bloß mal als Gedankenanstoß, kleinen Moment. Also das als Gedankenanstoß. Wenn ich dieses Sechseck ablatsche an den Ecken, ne, dann entsteht hier auch ein Kreis, aber dann entsteht ein Innenkreis. Aber da kommen wir dann später, wie gesagt, nochmal drauf. Auch hier handelt es sich um einen Innenkreis, aber das bloß mal zu den Zusammenhängen, wie es ungefähr funktioniert, woher diese kleinere Zahl als 4 kommt. 3,14, die sogenannte Kreiszahl. Die brauchen wir dann später noch. Zur Fläche. Ach so, was ich noch vergaß. Unbedingt. Man sagt, von hier bis hier, von der Mitte, hier beginnend, strahlt etwas. Daher kommt das Wort Radius, den bezeichnen wir mit klein r. Klein r ist also der sogenannte Radius. Und wenn ich mir jetzt den Radius angucke, dann durchmisst er nicht den ganzen Kreis, sondern er geht von der Mitte aus. Demzufolge muss ich folgenden Zusammenhang herstellen. D ist gleich 2 mal r. 2 mal der Radius ist d. Wisst ihr schon, weiß ich. Demzufolge kann ich meine Kreisumfangsformel auch anders ersetzen. U ist gleich Pi, das bleibt mal. Ja. Also, der Umfang ist dann Pi mal und statt d schreibe ich, was ich hier hingeschrieben habe. Also, ich mache es mal hell. Das hier ersetze ich durch das hier, denn das ist gleich dem Durchmesser. Also schreibe ich in diesem Fall dann gleich einfach 2 mal r. Die Formel, die kennt ihr eher so aus dem Tafelwerk. U ist 2 Pi r. So geht's auch. So, und jetzt kommt ein anderer Zusammenhang. Was ihr alle, kleinen Moment, hier gibt es eine Frage. Auf zur Fläche. Und zwar die Fläche eines Kreises ist a ist gleich
Pi mal r Quadrat. So kennen wir sie aus dem Tafelwerk. Wie die sich jetzt entwickelt, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, wird ein bisschen zu lang. Bringt uns auch nichts. Wir nehmen das jetzt einfach mal hin. Achtung, das heißt aber anders gesagt, a ist gleich Pi. Jetzt nicht mit oben verwechseln, mal r mal r. Und jetzt wissen wir auch, der Hinweis kam eben, Zentimeter mal Zentimeter. Das wird eine Fläche, die in Quadratzentimetern angegeben wird. Ne? Das ist dann Zentimeter mal Zentimeter ist Quadratzentimeter. Das funktioniert. Wogegen ich hier sage, 2 mal irgendein Zentimeter bleibt Zentimeter. Das bleibt so. Aber ihr werdet noch eine weitere Formel entdecken. Und zwar, die schreibe ich mal hier unten hin. A ist Pi Viertel mal d Quadrat. Eieiei, wie kann denn sowas kommen? Das mal ganz schnell. Wenn ich Folgendes sage, ich setze ein für a gleich Pi mal und statt r schreibe ich, wenn ich hier oben hingucke, was kann ich hier, wie könnte ich diese Formel noch umstellen, dass ich sage, r ist gleich. Ganz genau, ich muss durch 2 teilen und dann ergibt sich d halbe. R ist d halbe. Muss man sich nicht merken, merkt man automatisch. R ist die Hälfte davon vom d, also d halbe. Und wenn ich das jetzt einsetze, also d halbe, aber ich wollte es ja quadrieren, dann ergibt sich Folgendes daraus, und das lernen wir dann später nochmal ganz ausführlich, dann muss ich sagen d halbe mal d halbe. Und jetzt sieht man, dieses d mal d ist d Quadrat und das hier 2 mal 2 ist 4. Ich könnte die Formel auch anders hinschreiben, dann würde sie so aussehen. Das wäre auch möglich. A ist gleich Pi mal d Quadrat durch 4. Auch so kann man es hinschreiben. Ne? Also ob ich Pi Viertel, man schreibt meistens Pi Viertel mal d Quadrat. Man könnte auch Pi mal d Quadrat durch 4 hinschreiben. Ist dasselbe. Daher kommt das. Und die Formel werden wir dann dafür brauchen. Ich erinnere nochmal, was ist, wenn ich das Volumen eines Zylinders ausrechnen muss? Naja, dann gucke ich, wie groß ist der Radius, beziehungsweise wie groß wäre der Durchmesser. Dann habe ich hier die Körperhöhe und wir wissen ja alle, wenn Grund- und Deckfläche gleich sind, kann ich sagen, V ist G mal Körperhöhe und damit habe ich es schon. Und G, dafür setze ich entweder, wenn ich den Durchmesser habe, Pi Viertel d Quadrat ein, beziehungsweise Pi mal r Quadrat. Das geht dann ganz genauso. Also diese Formel, jetzt mache ich es nochmal in einer anderen Farbe. Entweder ich setze, das ist das. Demzufolge setze ich entweder das ein oder das. Oh, schöne Mischfarbe. Na so, rührt das her. Ja, die Frage war schön, wozu gibt es denn die untere Formel? Die ist doch viel umständlicher. Ich brauche doch bloß Folgendes zu machen. Ich sage, ich nehme immer Pi r Quadrat und merke mir diese olle Formel nicht. Aber beim Hohlzylinder, wenn ich zum Beispiel einen Hohlzylinder habe, so, dann bezeichnet man den Innendurchmesser gerne mit klein d und den Außendurchmesser mit groß d. Dann sieht die Formel so aus. V ist gleich Pi Viertel, groß d Quadrat minus klein d Quadrat und dann den ganzen Mist mal Körperhöhe. Körperhöhe ist hier wieder das Übliche. Da lohnt es sich schon, dass man dann nur mit den Durchmessern weiterrechnet. Wenn man dann allerdings wieder bloß einen Radius gegeben hat, muss man wieder mal 2 nehmen. Aber das ist dann egal. Also manchmal lohnt sich die Formel schon. Normalerweise schreiben wir diese Formel, Pi Viertel d Quadrat oder diese noch scheinbar schwierigere Formel, schreiben wir die grundsätzlich aus dem Tafelwerk ab, wenn man sie nicht merken kann. Und deswegen ist das eigentlich kein Beinbruch, auch mal mit einer großen Formel umzugehen. Dreher, also die an Drehmaschinen stehen, die nehmen grundsätzlich diese Formel. Nehmen sie ganz einfach, weil in der Industrie wird alles mit Durchmessern angegeben, nicht mit Radien. Was irgendwelche Rundkörper angeht. So bei dieser ganzen Sache, also was man sich wirklich merken sollte, was wir auch immer wieder brauchen, ist diese Formel und diese Formel. Also Pi mal d, beziehungsweise man weiß ja auch das. Also die ist auch noch spannend. Die beiden Formeln, die werden wir brauchen,
für allerlei Berechnungen und Praxisberechnungen. Aber ansonsten ist das nicht weiter gefährlich. Die anderen, die kann man immer noch abschreiben, wenn es hier um sowas geht oder so. Okay.